Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Wolf mit einem weiteren Hearthstone-Highlight. Ich habe es auf jeden Fall geschafft, ich kriege es hin, dass wir tatsächlich wieder täglich Hearthstone-Highlights haben. Und ich denke mal, im heutigen Highlight, nun das kennt ihr alle, oder? Ihr spielt gegen einen Druiden und ihr denkt euch nur so, yay, Turn 2 Wildgrowth, dann vielleicht sogar noch ein Jade Blossom, wenn ihr Wild spielt, dann into Nourish, dann into was weiß ich was. Und plötzlich hat er 10 Mana und ihr seid gerade mal bei 5. Und 5 gegen 10 Mana ist nicht sonderlich fair. Jeder kennt das, Ramp Druid gegenzuspielen ist absolut beschissen, vor allem wenn sie die perfekteste Ramp Curve haben. Ja, aber dann kommt der Wolf ins Spiel und der denkt sich nur mit seinem neuen Milrogue Deck, das ist mir scheißegal, und wenn du 20 Mana hast, ich mach dich mit meinen 5 komplett alleine fertig. Und das zeige ich euch im heutigen Highlight. Valir versus Lunara. The forest fights back. Watch your... Der Kotl Oracle Shadow Step ist schon mal gar nicht so blöd. So kommen wir recht schnell an die Karten, die wir brauchen. Oh, 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 Shiny Fire, perfekt. Hey, Mausante, grüß dich. Oh, ist eine geile Curve. Shiny Finder into Kingsbane und Leeching Poison. Tip top. Jades? Was für ein Jahrhundert haben wir? Ja, Play, das solltest du schon längst. Mal gucken, was kommt hinterher. Ein Spellstone. Guck mal rechts an. Eigentlich ist es uncool, dass ich einen Karten ziehe, ne? Als Chatro. Was muss, das muss. Ich brauche die Karten, die ich brauche, ne? Wobei der Barber natürlich schon auch echt lecker ist, ne? Aber jetzt warten wir mal ab. Jetzt spielen wir das mal hier. Ah, oder? 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 Lass mal noch nicht machen. Control oder Jade Root? Kann noch beides sein. Okay, er geht Full Ramp. Wenn er jetzt Full Ramp geht, ist es halt echt dumm, dass ich ihm Karten ziehe, ne? Das ist natürlich echt ärgerlich. Ja, aber ich muss. Ich habe keine Karten, die ich benötige. Ich meine, ich habe ja sowas wie Vanish und Prepper auch schon. Das heißt, it's actually not bad. Jo, perfekt. Da wir Doomerang auf der Hand haben, können wir jetzt einmal Face gehen. Also vertiegen kann der Jade auch nicht, wenn er genügend Idols hat. Oder? Doch, doch, kann man schon. Es geht nicht mal darum, die Idols zu burnen. Du hast einfach mit Valyra insgesamt dann so viele Codlord Oracles, dass er die alle auf der Hand hat. Ist dann scheißegal. Und dann ballerst du einfach voll durch. Muss halt gut timen. Du kannst nicht machen, wenn er das 8-mal reingeschaffelt hat. Musst du halt gut timen. Alter, er geht Full Ramp, Alter. Er geht richtig All Ramp. Holy crap. Oh, das ist so gut, ey. Ich werde hier die Waffe sogar nicht anlegen, sondern dafür sorgen, dass wir noch ein bisschen Patron haben. Jetzt muss es nämlich relativ schnell gehen. Lecker. Ich würde ja gerne sagen, er ist einfach tot, bis er gute Jades hat, weißt du? Okay.
war genau das falsche Target, Mann. Egal, ich hab mit Vanish dann gleich Lethal. So, seht ihr, und jetzt ist es vollkommen scheißegal, wie viele Jades der hat oder sonst irgendwas. Ihr müsst einfach nur so timen, dass er tot ist, bevor er irgendwas tun kann. Ja? Schaut euch das an, der hat 10 Mana, während ich 5 hatte, und ich zerfick ihn richtig hart. Hier ist mir scheißegal. Das Ding ist over. Ins Gesicht, Druid. Ins Gesicht. Zack. Guck mal. Du denkst, du hast 10 Leben und du überlebst es? Denkst du? Denkst du? Nope. Meine große Liebe. Pigsbane Road. Scheiß auf 5 gegen 10 Mana, Mann. Ich hoffe, das heutige Hearthstone-Highlight hat euch gefallen. Schreibt mir eure Meinung zum Match unten in die Kommentare und vergesst nicht, das Video zu bewerten. Die besten Kommentare von euch werde ich mit einem Like markieren. Wenn euch mein Hearthstone-Content gefällt, lasst auf jeden Fall mal ein Abo auf dem Kanal da und drückt vor allem die Glocke, denn nur dann findet ihr die neuesten Hearthstone-Highlights auch in eurer Abo-Box. An der Stelle möchte ich mich bei den da drüben eingeblendeten finanziellen Supportern bedanken, die es mir möglich machen, diese Videos hier zu produzieren. Wer sich der Liste anschließen möchte, klickt einfach mal rechts oben auf den Info-Button. Ansonsten checkt eins der beiden Videos aus hier, falls ihr sie noch nicht kennt. Lasst ein Follow auf Twitch, Twitter, Instagram oder Facebook da, um noch mehr coolen Content außerhalb von YouTube von mir zu sehen. Alle Links findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen warmen, sonnigen Tag und bis zum nächsten Highlight.